Mein Name ist Heiner Mauck. Ich stehe hier an der Westseite des Güstrower Doms. Und wir betrachten jetzt die wunderbare Außenfassade unseres Doms. Heinrich Borwin II. Stiftete 1226 den Dom als Kollegiatskirche, als Sitz von katholischen Domherren. Die Domweihe war 1335. Der Dom ist heute das älteste Bauwerk von Güstrow. Danke. Der dreigeschossige Turm ist ein gewaltiges Bauwerk auf romanischen Fundamenten. Wächst der Turm in die Zeit der Gotik. Das Hauptschiff hat an der Südseite jeweils zwei niedrige Seitenschiffe. Hier habe ich die wunderbare Torbogenumrahmung für die Südseite genommen. Hier stand ich am Pfaffenteich, fotografierte den Dom, also Pfaffenteich, Sumpfwiesen. Es ist allerdings noch die Südseite. Der Turm ist 44 Meter hoch. Durch die Reformation 1552 wurde die Kollegiatstift aufgehoben. Die erste protestantische Predigt fand im Güstrower Dom 1568 statt. Der Dom ist 70 Meter lang. Bis zum Dachfirst ist seine Höhe 24 Meter und die Höhe des Turmes ist 44 Meter. Ja, im zweiten Teil schauen wir uns den Dom dann von innen an.